Moin Leute, wir als DIY-Akku- und PV-Community haben 5 Fragen zum Thema PV-Anlagen, Lithium-Akkus und E-Autos zusammengestellt und diese an die hiesigen Parteien geschickt. Und wir haben Antworten der CDU und der Grünen erhalten, von SPD, AfD und FDP haben wir keine erhalten. Und ich stelle deswegen heute die Antworten der Grünen und der CDU gegenüber und werde euch ganz klar zeigen, wer da die Hosen an hat. Also seid gespannt und viel Spaß dabei. Die erste Frage. Bei Balkonsolaranlagen haben wir jede Menge Meldungen, wo die Netzbetreiber oftmals einen Umbau des Zählerschranks, die Anbringung von WLAN-Dosen und so weiter fordern und die immensen Kosten für den Umbau machen die Wirtschaftlichkeit einer solchen kleinen Anlage einfach vollständig zunichte oder man ist sogar im Minus mit der Wirtschaftlichkeit. Man muss sich hier halt einfach klar machen, dass das wirklich Kleinstanlagen sind mit 1 bis 2 Solarpanels, die am Balkon hängen und maximal 600 Watt einspeisen, die also auch für den Netzbetreiber überhaupt gar kein Problem darstellen sollten, auch technisch kein Problem darstellen sollten. Andere Netzbetreiber, also es gibt viele Netzbetreiber, die auch gar kein Problem damit haben, was auch zeigt, dass es jetzt hierbei nicht um irgendwelche Sicherheitsaspekte geht. Oder auch beispielsweise die Stadt Freiburg, die solche Anlagen tatsächlich mit 200 Euro fördert und auch eine absolut unbürokratische Anmeldung ermöglicht. Also die machen das richtig, richtig cool. Daher unsere Frage, werden Sie den Ausbau solcher Kleinstanlagen unterstützen und die Bürokratie abbauen? Und wenn ja, wie? Wir sehen hier einfach ein riesiges Potenzial für die Energiewende für sehr wenig Kosten. Und die Antwort der Grünen. Wir Grüne wollen eine Energiewende, bei der alle mitmachen können, Mieter wie Hausbesitzer. Wir wollen daher jede Form der Bürgerenergie fördern und von unnötiger Bürokratie entlasten. Neben Solaranlagen auf Dächern und Fassaden können sie auch auf den Balkons einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir setzen uns dafür ein, dass sie von Netzbetreiber akzeptiert und dass sie auch keine überhöhten technischen Anforderungen gestellt werden. Diese Hürden halten wir größtenteils für unnötig und setzen uns dafür ein, dass diese von den Netzbetreibern abgebaut werden. Wo erforderlich, werden wir auch im Energierecht eingreifen. Mein Kommentar dazu. Also Sie setzen sich dafür ein und würden auch notfalls im Energierecht eingreifen. Als Versprechen klingt es für mich erstmal in Ordnung. Ich finde es jetzt sehr schwammig formuliert, aber zumindest wird zugesprochen, dass es ein Problem gibt. Und dass unnötige Hürden abgebaut werden sollen. Es ist leider nicht sehr konkret, da wünschte ich mir ein bisschen mehr. Deswegen bin ich nicht so ganz glücklich damit, aber ich denke, man kann es erstmal so stehen lassen. Die Antwort der CDU? Keine. Wenn, in Klammern, Balkon, PV-Anlagen einspeisen möchten und den Strom fairerweise vergütet bekommen möchten, dann wird oft ein Zwei-Richtungszähler bzw. ein Smart Meter verlangt. Der Smart Meter beispielsweise kostet 100 Euro im Jahr und damit ist die Wirtschaftlichkeit, ganz besonders von kleineren Anlagen, vollkommen zerstört. Auch Dinge wie Zählerschrankumbau und so weiter werden verlangt. Das macht halt alles einfach die Wirtschaftlichkeit kaputt. Anders als in Deutschland verzichten unsere Nachbarländer, die Niederlande, Dänemark und noch einige andere, gewollt auf die Komplexität und die hohen Kosten für den Betrieb einer PV-Anlage. Werden Sie an diesem unnötig komplizierten System etwas ändern? Die Antwort der Grünen, die war erstaunlich lang. Solaranlagen auf dem Balkon machen es für viele Menschen einfach, vom sauberen Strom zu profitieren. Die unbürokratische Einbaumöglichkeit dieser Plug-in-Modelle ist gerade darauf zurückzuführen, dass die produzierten Mengen in erster Linie von den Besitzern selbst verbraucht werden. Sie erhalten dadurch nicht nur sauberen, sondern auch kostengünstigen Strom. Hier würde ich ein bisschen widersprechen. Ich denke nicht, dass es nur auf einen hundertprozentigen Selbstverbrauch hinausläuft. Also man wird sicherlich oft während des Tages auch Peaks haben, also die vollen 600 Watt quasi produzieren, aber nicht verbrauchen. Also das wird sicherlich häufiger vorkommen. Das heißt, ein gewisser Teil des Stroms geht auch ins Netz. Und ich habe das auch mal vorgerechnet. Und das ist jetzt nicht so unerheblich, wie die sagen. Also da möchte ich direkt widersprechen. Okay, auch eine Einspeisung ist natürlich möglich, erfordert aber,
dass die Anforderung des EEG für die nach dem Eigenverbrauch meist relativ geringe Restmenge, auch hier möchte ich dann doch ein bisschen widersprechen, erfüllt werden. Wer selbst erzeugten Strom ins Netz einspeist und davon finanziell profitieren möchte, muss die betreffende Strommenge nachweisen und dies kann er mit Hilfe eines Zwei-Richtungszählers machen. Okay, kein Problem. Wir Grüne sind auch offen für kostengünstigere Lösungen und wollen diese gerne unterstützen, damit keine unnötigen Hürden für diese Anlagen errichtet werden. Wir wollen die Bürokratie bei der Solarenergie abbauen und Solardächer bundesweit zum Standard machen und fördern. Hier ist es so, dass ich jetzt sagen würde, die wollen eigentlich gar nichts ändern. Also da wäre jetzt für mich eine Antwort gewesen, Zwei-Richtungszähler oder Smart Meter sind einfach umsonst und gut. Und dann wären auch die Probleme für die Balkonsolaranlagen und so sofort gelöst. Also dann wäre das eigentlich überhaupt gar kein Problem mehr. Oder eine Lösung wie in Niederlanden halt, dass der Zähler sich einfach rückwärts dreht, wären auch völlig in Ordnung. Okay, weiter in der Frage, in der Antwort. Damit wollen wir grüne Bau, Inbetriebnahme und Nutzung von Solaranlagen standardisieren und vereinfachen. Bei der Nutzung von Solarstrom vom eigenen Dach wollen wir den Eigenverbrauch attraktiver machen, aber auch eine Direktvermarktung sowie Anreize für die Volleinspeisung ins Netz stärken. Es gilt außerdem, die Regulierung für Mieterstrom zu vereinfachen, um unnötige Bürokratie zu vermeiden. Wichtig ist auch die vollständige Umsetzung des EU-Rechts zu erneuerbaren Energiengemeinschaften. Zu dem Punkt komme ich später nochmal, der ist tatsächlich nicht so ganz unwichtig, also auf jeden Fall interessant. Für vereinfachte Lösungen würden grundsätzlich Maßnahmen wie One-Stop-Anmeldungen im Marktstammdatenregister sowie auch Digitalisierung und verbindliche Fristen für Netzbetreiber für den Netzanschluss der Solaranlagen sorgen. Okay, das waren jetzt mal tatsächlich drei konkrete Punkte. Die fand ich auch gut und auch das mit dem EU-Recht finde ich gut. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ansonsten ist mir die Antwort eigentlich ein bisschen zu schwammig. Also sowas wie, wir sind offen für kostengünstigere Lösungen und die unbürokratische Einbaumöglichkeit dieser Plug-in-Modelle ist gerade darauf zurückzuführen, dass die produzierten Mengen in erster Linie vom Besitzer selbst verbraucht werden. Das heißt auch eigentlich nichts anderes, außer wir ändern nichts. Also wir bleiben genauso, wie es ist. Das fand ich jetzt, das hätte man noch kürzer formulieren können. Ansonsten ist natürlich die Frage, warum nicht so wie in den Niederlanden? Es gibt in meinen Augen halt auch einfach Leute mit wenig Geld, die sich über die kleinen Erträge auch durchaus freuen würden. Und deswegen finde ich das Ganze so ein bisschen am Thema vorbei. Und wie gesagt, für mich bedeutet das letzten Endes nichts anderes, außer wir ändern nichts. Ja. Die Antwort der CDU? Keine. Die dritte Frage. Inselanlagen sind Anlagen oder Teilinselanlagen, die mit Batteriespeichern und PV-Modulen das Haus autark oder teilautark betreiben. Das bedeutet so viel, dass diese das öffentliche Netz eigentlich nur als Backup nutzen. Das heißt, wenn kein Solarstrom mehr da ist und die Batterie oder der Akku leer ist, dann wird das öffentliche Netz benutzt. Ansonsten sind diese Systeme vollständig voneinander getrennt. Auch hier haben wir einige Berichte und auch ich persönlich habe das erlebt, dass wenn man diese Anlagen anmelden möchte, Marktstammdatenregister, dass diese Anmeldung praktisch vom Netzbetreiber unmöglich gemacht wird, also wirklich unmöglich. Im Marktstammdatenregister sollte in meinen Augen ein Eintrag oder ein erleichtertes Verfahren für solche Anlagen vorgesehen werden. Damit wäre das ganze Problem sofort behoben. Und da ist unsere Frage natürlich, werden Sie sich dafür einsetzen, dass solche Anlagen ein vereinfachtes Anmeldeverfahren bekommen? In meinen Augen sollte ein bloßes Eintragen im Marktstammdatenregister ausreichen und der Netzbetreiber hat dann danach nichts mehr mit zu tun. Ich möchte hier noch anmerken, dass die grundsätzliche Datenerfassung, also einfach das Eintragen im Marktstammdatenregister, halte ich persönlich für eine gute Sache, weil wir dann einfach wissen, wie viel PV in Deutschland installiert ist. Und das ist ja ein relativ interessanter Wert. Wenn es denn aber auch sonst, sage ich mal, nach der bloßen Eintragung keinerlei Konsequenz mehr gibt, wäre das ja auch, glaube ich, für die meisten Leute völlig in Ordnung. Die Antwort der Grünen. Wir wollen den Solarenergieausbau insgesamt voranbringen und zu kleinteilige Regelungen vermeiden. Sofern es nötig ist, Insel-Solaranlagen überhaupt anzumelden, also hört, das ist cool,
könnte diese über eine One-Stop-Anmeldung im Marktstammdatenregister geprüft werden. Der Satz, wenn Insel-Solaranlagen überhaupt angemeldet werden müssen, der hat mich erstmal ziemlich abgeholt und noch so ein bisschen mein Herz gewonnen, weil das ist echt eine Fragestellung, die kann man sich stellen. One-Stop-Anmeldung finde ich aber auch total okay. Wie gesagt, hatte ich eben schon erwähnt, das geht für mich völlig in Ordnung. Wenn es einfach ist, unkompliziert und nur zur Datenerfassung da ist, dann ist das eigentlich auch überhaupt gar kein Thema in meinen Augen. Und das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, wobei man auch eine One-Stop-Anmeldung im Marktstammdatenregister ausgezeichnet versemmeln kann. Also auch das kann man ganz schrecklich gestalten. Von daher wäre ich da sehr gespannt auf diese Lösung und hoffe, dass wenn die kommt, dass sie gut ist. Die Antwort der CDU? Keine. Die vierte Frage. Lithium-Akku-Recycling. Hier wird katastrophal mit Ressourcen umgegangen. Unsere Community beispielsweise kauft sich gebrauchte E-Bike- und Notebook-Akkus und innerhalb dieser Akkus sind zum Beispiel 50 Zellen und meistens sind nur ein bis zwei wirklich defekt und die anderen werden weggeworfen und dann nicht ordentlich recycelt. Aus diesem Grund testen wir alle Zellen und nutzen diese weiter. Das nennt man Second Life. Auch in den Recyclinganlagen, die existieren, werden Rohstoffe wie Lithium und auch diverse Schwermetalle, die wichtig wären, nicht zurückgewonnen, weil es unwirtschaftlich ist. Technisch können diese Anlagen das aber. Das Problem liegt hier einfach in den Recyclingquoten, die in Deutschland sehr niedrig angesetzt sind und die man unbedingt erhöhen sollte. Und auch sowas wie ein Batteriepfand oder so wäre sicherlich sehr wünschenswert. Daher unsere Frage, was planen Sie bezüglich des Recyclings von Lithium-Akkus? Wir Grüne wollen die Forschung stärken, denn sie zeigt Wege auf, um die Rohstoffbilanz von Akkus zu verbessern. Schon heute sinkt zum Beispiel der Kobaltanteil in Akkus bestimmter Hersteller. Auch Recyclingverfahren funktionieren technisch bereits gut und können so den Bedarf an neuen Rohstoffen mindern. Jedoch fehlen bisher Vorgaben, damit mehr Akkus tatsächlich in das Recycling gelangen. Wir setzen uns auch für hohe und verbindliche Sammelquoten ein und wollen einen Pfand für leistungsstarke Akkus einführen. Tatsächlich haben auch Second-Life-Konzepte eine wichtige Rolle in der Nutzungsphase von Akkus. Das haben auch Unternehmen erkannt, die schon heute ausrangierte E-Auto-Batterien zu Stromspeichern umfunktionieren. So können Akkus vor ihrem Recycling noch eine Weile sinnvoll eingesetzt werden. Okay, dazu ein paar Anmerkungen von mir. Also erstmal kobaltarme Akkus zu erwähnen, sag ich mal Hut ab. Ja, da hat jemand tatsächlich ein bisschen Ahnung. Allerdings muss man sagen, dass die Grünen damit erstmal gar nichts zu tun haben, denn die hauptsächliche Forschung dazu findet in China statt und in den USA. Und auch die entsprechenden Firmen, die das herstellen, sind eigentlich hauptsächlich auch eher in China angesiedelt. Das heißt, das hat mit uns, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Recycling ist eine andere Geschichte, denn das funktioniert technisch tatsächlich ausgezeichnet. Firmen wie Düsenfeld können einen riesigen Teil der ganzen Rohstoffe von den Lithiumzellen wieder hergewinnen. Die können das also wir sind technisch in der Lage dazu. Es wird aber einfach zu wenig gemacht aufgrund dieser mangelhaften Quoten. Und das scheinen die angehen zu wollen. Also das wurde ja tatsächlich explizit genannt. Und auch ein Pfand halte ich durchaus für sinnvoll. Also warum nicht? Das klingt eigentlich fair. Und warum? Also das finde ich in Ordnung. Second Life fand ich jetzt sehr, sehr dünn, weil die haben eigentlich nur geschrieben, dass irgendwelche Unternehmen das erkannt haben und das machen. Und dann denke ich mir halt, ja, das ist cool und das finde ich auch gut. Aber was habt ihr denn damit zu tun? Das ist dann die Leistung der Unternehmen und nicht die Leistung der Grünen. Und ich verstehe nicht, was ihr daran jetzt supporten wollt. Also das fand ich leider ein bisschen dünn. Trotzdem war die Antwort insgesamt, finde ich, ganz gut. Also damit kann ich persönlich eigentlich leben. Die Antwort der CDU? Keine. So, die letzte Frage. E-Autos und die Ladepreise. Es gibt mittlerweile zahlreiche Anbieter für Ladesäulen von E-Autos. Die Preise steigen stetig Richtung 1 Euro die Kilowattstunde, was die E-Autos praktisch teurer macht als Benziner. Auch hier wieder das Problem, E-Autos können sich hauptsächlich nur Leute mit entsprechendem Geldbeutel leisten und das Aufladen, wenn es so weitergeht, vermutlich auch. Also die Frage ist jetzt hier, was planen Sie, um die Preise der Ladesäulen für die Fahrer von E-Autos noch in Grenzen zu halten? Und wir klammern jetzt hier natürlich das Laden zu Hause aus. Das ist okay und das ist auch relativ günstig. Also daran möchte gar keiner irgendwie zweifeln. Aber ich denke, dass jeder sich vorstellen kann, wenn ich mit einem E-Auto unterwegs bin, dass es dann doch hin und wieder mal passiert, dass der Akku leer ist und man irgendwie es verpennt hat oder wie auch immer und man dann einfach sauteuer tanken muss.
Möglicherweise hat man aber auch keine Ladesäule oder auch keine zur Verfügung. Also die Dichte ist ja im Moment eher gering an Ladesäulen, ne? Also das ist auch nicht so alles so super perfekt. Aber hören wir, was die Grünen dazu zu sagen haben. Es ist interessant. Tatsächlich gibt es hier auch eine Antwort der CDU. Die Strompreise an Ladesäulen unterscheiden sich teilweise sehr stark. Oft kommt es zu Kostenüberraschungen. Wir Grüne wollen das Roaming durch einheitliche und diskriminierungsfreie Standards zwischen den Anbietern verbessern, damit Nutzer auch in noch mehr anbieterfremden Säulen zu bekannten Konditionen laden können. Auch der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur und damit mehr Auswahl zwischen unterschiedlichen Anbietern ist ein wichtiger Hebel, um bessere Preise zu erreichen. Dabei unterstützen wir einen Mix aus Förderprogrammen und Ausschreibungen, mit denen auch Gebietsmonopole vermieden werden sollen. Nicht zuletzt wollen wir grüne Ladestationen in Wohngebäuden weiter fördern, denn dort kann oft zu günstigeren Haushaltsstrompreisen geladen werden. Neben den bestehenden Wallbox-Zuschüssen wollen wir auch durch bessere Quoten dafür sorgen, dass bei größeren Neubauvorhaben Ladestationen gleich mitgebaut werden. Okay, die wollen mehr Ladestationen bauen. Das wäre jetzt das Erste, was ich daraus höre. Und das Fördern, das ist okay. Ich denke, dass die CDU das sogar auch will. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Die haben so konkret leider nicht darauf geantwortet. Trotzdem ist es so, Sätze wie das Roaming durch einheitliche und diskriminierungsfreie Standards zwischen den Anbietern verbessern. Da stellt sich die Frage, wie sehen diese Standards denn aus und wie werden die um- und durchgesetzt? Ja, das ist irgendwie so ein Punkt, der sicherlich nicht ganz unwichtig ist und den haben sie leider nicht so konkret beantwortet. Das fand ich ein bisschen dünn. Ansonsten, wie gesagt, stand da einfach im Prinzip, wir wollen mehr Ladesäulen bauen und hoffen, dass der Markt das regelt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also so kommt es auf mich rüber. Und das hätte ich jetzt eher von der FDP erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite reden sie dann wieder von diskriminierungsfreien Standards, was auch immer das heißen soll. Also wie gesagt, das fand ich jetzt alles ein bisschen unkonkret und nicht wirklich durchdacht. Da steckt für mich jetzt nicht ein ganz klarer, schlüssiger Plan dahinter. Also das war mir ein bisschen zu schwammig, aber okay, trotzdem, es war eine anständige Antwort. Hey, es gibt eine Antwort der CDU auf diesen Punkt. Das ist cool, oder? Passt auch, lest vor. Der ist gut. Das Bundeskabinett hat weitere Steuerentlastungen für Elektrofahrzeuge beschlossen und damit den Ausbau der E-Mobilität weiter gestärkt. Die CDU unterstützt diesen Vorstoß, denn E-Mobilität bietet die Chance auf saubere Mobilität. So. Der Gesetzesentwurf soll nach der Sommerpause im Bundestag beraten werden. Okay. Wir wollen mehr öffentliche Ladestationen und auch das Laden beim Arbeitgeber oder in Gemeinschaftsgaragen vereinfachen und günstiger machen. Die Anschaffung von E-Autos durch Kaufprämien und Steuerbefreiungen soll ebenfalls gefördert werden. Darüber hinaus setzen wir uns für eine Batteriezellenfertigung in Deutschland, einen Recyclingkreislauf für Rohstoffe für Batterien und umweltfreundliche Entsorgung ein. Einen Recycling-Kreislauf für Rohstoffe und Batterien. Gibt es den nicht schon? Egal. CDU und CSU wollen aber auch weitere Antriebsarten fördern und sauberer machen. Hierbei setzen wir auf moderne Power-to-Gas-Ansätze, die Brennstoffzelle, Wasserstoffantriebe und eine stärkere Erforschung von Biokraftstoffen. Mir hat da jetzt noch so ein bisschen der Nuklearantrieb gefehlt. Weil das waren jetzt in meinen Augen irgendwie alle Möglichkeiten, die es gibt. Also, okay, kann man machen. Also, was weiß ich, einfach mal alles aufzählen. Irgendwas wird demjenigen, der das liest, dann schon gefallen. Oder wie ist da jetzt der Ansatz? Also, das fand ich jetzt irgendwie, verstehe ich nicht. Okay, gut, trotzdem, immerhin eine Antwort. Wie gesagt, also die Antwort der Grünen war bisher die einzige, die ich überhaupt als Antwort durchgehen lassen würde. Von daher erstmal Danke und Respekt von meiner Seite für die anscheinend vorhandene Kenntnis zur Thematik. Wie gesagt, die einzige Partei, die da irgendwie anständig oder überhaupt drauf geantwortet hat. Also wenigstens eine Partei scheint das Thema in irgendeiner Form ernst zu nehmen und uns zuzuhören. Das macht mir ein bisschen Hoffnung. Wobei man natürlich jetzt nie weiß, inwiefern diese Dinge umgesetzt werden bzw. werden können. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Macht denen jetzt zufällt bei der nächsten Bundestagswahl. Ein paar Antworten fand ich sehr, sehr schwammig. Da wäre mir lieber gewesen zu sagen, wir wissen es nicht oder da haben wir nichts. Das wäre für mich okay. Also damit könnte ich persönlich leben und das wäre mir manchmal lieber, als sich irgendein Geschwurbel aus dem Hut zu zaubern. Das ist zumindest bei mir so der Fall.
Ich bin da eher ein Freund von Ehrlichkeit. Einige Punkte wie die One-Stop-Anmeldung, Inselanlagen mit One-Stop-Anmeldung oder gar keine Anmeldung und Recyclingquoten bzw. Pfand für Akkus und die Durchsetzung des EU-Rechts für erneuerbare Energien hier in Deutschland. Das sind auf jeden Fall schon mal konkrete Versprechungen, die ich auch persönlich unterstützen würde. Die finde ich gut, das macht sicherlich Sinn. Wobei es da jetzt wieder sehr auf die Details ankommt, wie man das genau umsetzt und auch, also das ist auch alles nicht sehr einfach. Trotzdem grundsätzlich, die Ideen sind erstmal vernünftig. Meine persönliche Meinung zu dem Ganzen ist eigentlich, dass man in den Antworten ganz klar sehen kann, dass die Grünen sich im Gegensatz zur CDU, dass sie wenigstens ein bisschen Ahnung von dem Thema Energiewende haben. Ja? Die CDU wirkt auf mich immer so, dass sie irgendwie so einen bunten Blumenstrauß an technischen Lösungen versprechen, aber man irgendwie direkt sehen kann, das kann so, wie die das versprechen, keiner schaffen und das ergibt in der Kombination auch irgendwie gar keinen richtigen Sinn. Ja? Oder es fehlt so der konkrete Fahrplan dafür, das ist nicht so einfach. Ne? Das sind halt oft so schöne Schlagworte wie Power-to-X, Wasserstoff, Antriebe, Brennstoffzelle. Klar, das sind alles saukoole Technologien. Damit kann man aber auch ganz wunderbar die Leute beruhigen. Und die große Frage ist aber, in dieser Größenordnung, die wir benötigen werden, und die ist echt groß, ja, das ist eine ganze, ganze Menge, was wird das Ganze kosten? Wie lange wird es dauern? Ja, und wie teuer wird das am Ende für den Verbraucher? Und will er das überhaupt? Ja, auch sowas muss man ja irgendwie mit berücksichtigen. Und darüber wird kein einziges Wort verloren. Das ist mir alles viel zu schwammig. Und die allergrößte Frage ist, warum wollen wir nicht erstmal alles an vorhandenen Technologien nutzen, das wir jetzt schon haben? Ja, also so stark wie nur möglich. Das sind so ein bisschen die Punkte, die mir bei der CDU nicht so gut gefallen. Ja? Mal gucken, vielleicht ändert sich da auch noch was in dem Parteiprogramm oder wird konkreter. Wir werden es sehen. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei Schneeflöckchen bedanken für seine Ideen und die coole Zuarbeit. Also vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich denke, mein Ausflug in die Politik ist jetzt hiermit auch erstmal wieder beendet und bedanke mich bei euch. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit ein paar schönen technischen Videos. Also macht's gut.